Ja, hallo, liebe Genossinnen und Genossen, Assalamu alaikum, Brüder und Schwestern. Ich melde mich mal wieder zu Wort, um über die Lage in Libyen zu berichten. Die letzten Tage waren gekennzeichnet von heftigen Gefechten. Es gab massive Großangriffe auf Bani Walid und Sirte, die von den Verteidigern zurückgeschlagen werden konnten, trotz NATO-Übermacht, trotz NATO-Bomben. Und die NATO musste vorgestern eingestehen, dass die libyschen Regierungstruppen noch 70% des Landes kontrollieren. Nach meiner Schätzung ist es deutlich mehr. Ich schätze mal so über 80%. Die Straßen von der algerischen Grenze nach Tripolis wurden gesäubert, mit Hilfe algerischer Truppen und Freiwilliger. Es gibt einen Aufruf in Algerien, den libyschen Widerstand zu unterstützen und teilzunehmen an der Verteidigung Libyens. Die Bewohner von Bani Walid berichten, dass die NATO bzw. die Rebellen oder wie sie in der libyschen Amtssprache heißen, Ratten, haben versucht, Bani Walid einzunehmen mit Hilfe von dem Einsatz von Senfgas, weißem Phosphor und seit Tag 1 der NATO-Bombardements werden Splitterbomben eingesetzt und seit dem Tag der Invasion von Tripolis wurden chemische Waffen eingesetzt, wie zum Beispiel Phosphor. Die 70% von Tripolis sind unter Kontrolle der libyschen Widerstandstruppen und man füttert uns weiterhin mit gefakten Bildern. Es kommen auch Meldungen, dass massive Kämpfe, dass Tobruk, die östlichste Stadt, Großstadt Libyens, unter grüner Kontrolle jetzt ist und dass in Benghazi heftige Kämpfe gibt und Demonstrationen gegen den NATO-Rattenrat. Verwirrung herrscht hingegen aufgrund einer SMS, die an alle Libyer versandt wurde, die aufruft, am 18. September alle Rebellen anzugreifen, überall im Land, wo es nur geht. Andere Meldungen sagen, was ich für wahrscheinlich halte, dass dies eine Falle ist. Dass die NATO versucht, also es gibt Meldungen, die besagen, dass in Moldawien von der NATO sowjetische Waffen gekauft wurden, die mit Dschamahiria-Hoheitszeichen versehen werden und die am 18. September eben ein Massaker veranstalten sollen, um sich den libyschen Regierungstruppen in die Schuhe zu schieben. Einige Quellen bestreiten das wiederum, worauf jetzt in interessierten Kreisen etwas Verwirrung herrscht und ich kann nur hoffen, dass diejenigen, die dem Aufruf für den 18. September folgen, sehr vorsichtig sind und sich nur gezielt gegen Rebellen Hit-and-Run-Taktiken anwenden und auch den Abstand halten von möglichen libyschen Truppen. Also Truppen der Dschamahiria.
vor allem wenn es um schwere Panzer geht. Kommen wir zu Sirte. In Sirte wurde gestern gemeldet, ist ein NATO-Schiff vom libyschen Widerstand versenkt worden in der Bucht von Sirte. Angeblich hat das Schiff stundenlang noch gebrannt. Weiter ist es gelungen, die Rebellen in eine Falle zu treiben zwischen Sirte und Brega. Zwischen Sirte und Brega wurden sie dann von beiden Seiten unter Feuer genommen und es gab etliche massive Verluste auf Seiten der NATO-Söldner. Jetzt kann ich nicht genau bestätigen, wie viele da gestorben sind. Auf jeden Fall muss es ein massiver Schlag gewesen sein gegen die militärische Stärke. Man muss sich vorstellen, dass 6000 Rebellen aus Misrata gekommen sind, um Sirte einzunehmen und dieser Angriff zurückgeschlagen wurde, ohne dass auch nur einer von außen in Sirte eindringen konnte. Die einzigen feindlichen Truppen, die sich in Sirte befinden, sind derzeit NATO-Spezialkommandos, die aber so Zeugen berichten, die sich in den Wohnhäusern verschanzen und libysche Zivilisten als menschliche Schutzschilde bzw. Geiseln missbrauchen. Aber diese Zellen, diese eingesickerten Kämpfer sind größtenteils isoliert im Stadtzentrum und es gibt kein Entkommen für die. Die NATO wird sie wohl als gestrandet verzeichnen müssen, ja, und zurücklassen müssen. Also dieses neue Libyen beschränkt sich auf die 15% Territorium, die dieser NATO-Bombenteppich eben beschützen kann, beziehungsweise säubern kann. Und dort leben auch kaum noch Zivilisten. Die Zivilisten fliehen alle aus den sogenannten Rebellengebieten. Die NATO hat Tobruk angegriffen, was ein Beweis dafür ist, dass sie in Tobruk die Kontrolle verloren haben. Insofern sieht es eigentlich ganz schlecht aus für die NATO. Und Allah ist mit den Gerechten. Und ich hoffe doch, dass das so bleibt. Und dass noch viele, viele, viele Freiwillige aus Irak, aus Niger, aus Algerien und anderen Teilen der Welt kommen, um dem libyschen Volk beizustehen. Und der NATO die erste Niederlage seit dem Ende der Sowjetunion zu bereiten. Am 19., warum am 18.? Am 19. entscheidet die UN über ein neues Mandat für die Kolonisierung Libyens. Russland hat jeglichen Veto angekündigt, gegen jeglichen weiteren Militäreinsatz. Mal schauen, ob der Imperialismus schon bereit ist, die NATO vollkommen zu zerstören und ad absurdum zu führen, indem er einfach trotzdem weiterbombt. Auf jeden Fall an Libyen entscheidet sich jetzt, auf welcher Seite man steht. Ja. Entweder auf Seite des Imperialismus oder auf Seiten derjenigen, die sich dem Imperialismus widersetzen. Die lateinamerikanischen Staaten haben bereits angekündigt, dass sie nie und nimmer diesen Rattenrat anerkennen werden. Ebenso die Afrikanische Union. China wurde dazu gezwungen. Und Russland, um überhaupt im Falle eines Sieges der NATO
überhaupt noch irgendwelche Ansprüche in Libyen geltend zu machen. Also die Welt wird erpresst, sich dem Diktat der NATO zu beugen. Und das kann zu einem ganz üblen Backlash führen für die NATO noch in den kommenden Jahren. Und das ist gut so. Also es ist die Position des libyschen Widerstandes ist jetzt stärker als die des irakischen Widerstandes, sowohl international als auch auf dem Boden. Ja, man hat es eben nicht mit einer riesigen, gigantischen, hunderttausende von mannstarken Armee, Besatzungsarmee zu tun, sondern mit lediglich tausenden von Söldnern und katarischen Hufschranzen. Währenddessen gibt es weiter Spannungen zwischen Rebellenfraktionen. Die Hauptfraktion der Misrata-Rebellen hat sich abgespalten vom Übergangsrat. Man weiß auch nicht, was da passiert. Es ist alles eine sehr im Großen und Ganzen ergibt sich ein Bild der Auflösung und des Niedergangs seitens dieses recht kurzlebigen Rebellenregimes. Der Stamm von Yunis hat die Annahme von von Geldern abgelehnt als Entschädigung für die Ermordung von General Yunis, dem militärischen Führer der Widerstand, den militärischen Führer der Rebellen, der letzte noch irgendwie libysche Verbindungen hatte. Ja. Der Rest sind eigentlich nur noch eine Bande von Verrätern und Agenten. Und man kann nur hoffen, für uns alle, dass sich das libysche Volk zu wehren weiß und der Welt ein Beispiel gibt, wie man mit der NATO und ihren Lakaien zu verfahren hat. In dem Sinne, Allah, Muammar, Walibya, Wabas. Wa